So, hier haben wir jetzt auch alles durchsucht, ne? Bis auf die Rohre. Wer bist du das? Wo ist meine Puppe? Ich bin deine Puppe. Puppe. So, ach ne, C war es ja. 19 Dollar. Ein Autohacker. Ein Pep-Riegel. Was hat sie noch dabei gehabt? Nichts. Den Tisch haben wir schon durchsucht. Ionischer Schrotttisch durchsuchen, da haben wir noch Doppelchips liegen. Aber ich mag die Musik. So. Einen nach dem anderen erledigen wir hier. So, jetzt sind wir im Kreis gelaufen, ne? Huch. Ich renne mal eben. Zwar renne ich wieder zurück dahin, wo ich hergekommen bin. Da war doch noch eine andere Tür, ne? Ich meine, wir könnten... Wir laufen hier quasi im Kreis, ja. Aber hier, genau. Hier war die Tür. Das wäre jetzt der Weg, den ich am schnellsten gehen könnte, glaube ich. So. Chompers, denkt ihr? Boah, aber das war echt erschreckend gerade, als das Blitzer einfach so hinter uns stand. Oh, Antipersonen-Pistolenkugeln, aha. Ach, sieht das hier schön aus. So wunderbar. Ich würde auch gerne beim Arzt sitzen und dann einfach so ins Wasser reingucken können. Das wäre so geil. Das hat ja auch was Beruhigendes irgendwie. So, schneller Dingen ausschalten, bevor es Alarm auslösen kann. Erstmal umgucken, bevor wir das Ding da hängen. Ah, okay, dann kommen wir wieder hier hin. Leere Bandagen. Ich will nicht von diesem Alarm erwischt werden. Ich weiß nicht, was er macht, aber ich will einfach nicht erwischt werden davon. Okay. Hier haben wir noch Bandagen. Da haben wir nichts drin. Ionischer Schrott. Da haben wir nichts drin. Da haben wir nichts drin. Das haben wir schon durchsucht. Okay. Dann bleibt uns ja nur noch der Safe. Ankauf. Ah, okay. Dann können wir sofort hacken. Ergebnis erfolgreich. Ah, let's Safe öffnen. Okay, wir haben jetzt 10 Dollar gezahlt, um den automatisch sofort zu hacken. Und haben dafür panzerbrechende Munition bekommen. MG-Patronen und ein Medikit. Cool. Cool, dass man das auch automatisch checken lassen kann. Mal gucken, ob wir jetzt hier weiterkommen. War ich hier schon drin? Ja, ne? Beim Zahnarzt war ich schon drin. Ja, hier ist jemand. Entschuldigung, ich war aber hier schon drin. Genau, ich war hier schon drin. Die Splicer scheinen auch hier neu zu spawnen. Also will ich mich jetzt hier auch nicht länger in der Gegend aufhalten. Hier war ich noch nicht drin, genau. Okay. So. So, jetzt habe ich dir mal eine Spritze gesetzt in den Kopf. Okay, die Geschütze sollte man nicht unterschätzen. Die haben auch Raketen dabei. Die können auch explodieren. Okay, ist da drüben noch was? Warte, hier ist... Ah ne, den Schrank haben wir gerade ausgeräubert. Okay, von hier sind wir reingekommen, ne? Ja, von hier sind wir reingekommen. Da liegt noch irgendwie ein Eve drin. Ein Eve, sag ich schon. Kein Eve, sondern... Leiche, okay. Entweder ein Tonikum. Ranch Jockey. Neues Tonikum. Ranch Jockey. Ranch Jockey lässt ihren Körper anschwellen. Wodurch sie knüppelartige Waffen mit beispiellosem Geschick und unglaublicher Kraft führen können. Okay. Machen wir einfach mal.
alles durchsucht. Wieder zurück und den Splicer töten, der hier vorne steht. Da ist doch auch gerade ein Splicer lang gelaufen, oder? Nee, habe ich mich geirrt. Mach die Tür auf. So. Den looten wir. Der ist tot. Den looten wir auch. Die Kamera war das wieder, oder? Kann das sein? Hier ist wieder so ein Zorn. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 44, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Proband ist weiß, männlich. Name Roland Wallace. Mr. Wallace, können Sie mich hören? Ja, Sir, Mr. Su Shong. Sehr schön. Okay, ich injiziere jetzt die Substanz der Charge Nummer 44. Der Codename für Charge 44 ist Zorn, weil sie dazu neigt, ja, die Probanden... Okay, auch gut. Der, komm, den hängen wir so. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit gewonnen. Den nach unten. Den nach unten und den nach rechts. Fertig, wir haben es gehackt. Erfolgreicher Hack. Zack, der Safe lässt sich jetzt öffnen. Da sind wieder Kugeln drin. Das ist sehr gut. Okay, muss ich noch irgendwo hin hier? Oder kann ich wieder zurück? Nee, ich kann, glaube ich, wieder zurück. Okay. Aber Zorn. Hier müsste dann doch auch so ein Plasmid-Ding sein, oder? Naja, auf jeden Fall, wir müssen mal so Plasmid-Slots kaufen. Und mal, die Hauptsau jetzt weitermachen. Wir haben jetzt hier viel zu viel Zeit vertrödelt. Voller Sperma. Bevor er umfällt, sofort gelootet, weißt du? Okay, dann machen wir jetzt die Hauptstory weiter. Entschuldigt, dass ich da jetzt so ein bisschen vertrödelt habe, die Sachen hier zu erkunden, aber ich fand, das ist nötig. Oder ich finde, das ist nötig. Auch mal was zu erkunden. Wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Denk nicht an deine eigene Situation, sagt er. Denk an deinen Nächsten. Egal, wer es gerade ist. Stadt. König oder Gott. Die Liste hat kein Ende. Welche Katastrophe hat je mit den Worten "Denk nur an dich selbst" begonnen? Diejenigen, die für den König und das Vaterland scheinen, sind die schlimmsten Zerstörer. Diese Verkehrung der Dinge, diese Lüge ist es, die die Menschheit an den endlosen Teufelskreis von Schuld und Versagen gekettet hat. Okay. Schauen wir mal, wo wir hier hinkommen jetzt. Das ist nämlich der Hauptweg. Den sollten wir eigentlich nehmen. Dank der Möglichkeiten genetischer Veränderung ist Schönheit nicht länger ein Geschenk oder ein Wunschtraum. Sie ist eine moralische Verpflichtung. Zwingen wir etwa die Gesunden, bei den Infizierten zu leben? Mischen wir Kriminelle mit Rechtschaffenen? Also, warum dürfen dann die Gewöhnlichen die Welt der Schönen betreten? Ein Big Daddy und eine Little Sister, aber ich glaube, die sind lieb, oder? Arrestics are a moral imperative. Dr. Simons. Ethics. Ethic ideas. Oder so. Warum haben wir zwei Augen? Gibt es ein Gesetz, das uns dazu zwingt? Zwei Arme, zwei Beine, zwei Ohren, zwei Brüste. Jemand soll die Schwester holen! Ich bin noch nicht fertig. Muss einen Weg in die Chirurgie finden. Damit zu Steinman. Nur Mut. Gott mag keine Drückeberger. Ich hab mich nicht gedrückt die ganze Zeit davor. Oh. Das Bleister, da lässt es krachen wie zu Silvester. Es ist nicht leicht, hier unten an Sprengstoff zu kommen. Wenn du nur eine dieser Bomben erwischen könntest, die er schmeißt, damit könntest du den Spieß umdrehen oder dir den Weg freisprengen. Okay, nur zu! Du kommst sowieso zurück! Also mussten wir auf jeden Fall
Telekinese holen. Wo ist der denn? Verkaufsautomat, okay. Tiefspritze holen wir mal. Und ein paar Pistolenmuni. Na komm, schmeiß deine Granate. Bitte, 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 schmeiß sie auf mich. Na komm. Alter, der wieder da oben sitzt, ne? Der Splicer ist hoffentlich tot, ja, ist er. Heute habe ich mit der Göttin zu Mittag gegessen. Steinman, sagte sie. Ich bin hier, um dich von der Tyrannei des Gewöhnlichen zu befreien. Ich bin hier, um dir eine neue Art von Schönheit zu zeigen. Ich fragte sie, was meinst du damit, Göttin? Symmetrie, mein lieber Steinman. Es wird Zeit, dass wir etwas gegen die Symmetrie unternehmen. Gegen die Symmetrie? Oder für die Symmetrie? Ich bin für die Symmetrie. Electro-Bolt, Electro-Bolt. Verdammt, nicht getroffen. Okay, Electro-Bolt, Electro-Bolt. Ah, warte. Eve, Eve, Eve. Und jetzt mit dem Electro-Bolt und dann einmal drauf schießen. Es wäre echt schön, wenn wir mehrere Plasmide benutzen können. Da kommen wir überall nicht durch. Oh, jetzt hatte ich mal ein längeres Leck. Länger als nur einen kurzen. Aber das ist ja auch nicht tragisch. Aphrodite geht durch die Gänge. Sie glänzt wie die Klinge eines Skalpells. Steinman, ruft sie. Steinman, ich habe, was du suchst. Du musst nur deine Augen aufmachen. Und wie ich die Augen öffne, schneidet sie mich in 1000 wunderschöne Einzelteile. Oh Gott. Das ist hier alles so krank und abgedreht. So, ich nehme jetzt hier mal einen Autohacker. Okay, 2 Verbandskästen, das ist sehr gut. Für diesen Kampf hier gegen diesen komischen Doktor. Okay, wo ist der Doktor? Der ist wieder da oben, ne? Okay. Der hat uns versucht, nur hier zu hindern. Mit den Dingern hier. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwo lang. Adam, da heißt, was? Ich kann das nicht lesen. Any exhaust of hot being beautiful. Oh Gott, der Doktor teilt da irgendjemand in 2 Teile. Hier ist noch Schrotmuni, die können wir aber nicht aufnehmen, ist jetzt voll. Die Kisten. Haben wir hier. Ach, von hier hätten wir auch reingehen können. Okay, das wäre egal gewesen, wo wir reingegangen wären. Was soll ich bloß mit der hier anfangen, Aphrodite? Sie hält einfach nicht still. Ich will doch, dass sie schön werden, aber es gelingt mir nie. Die hier, zu fett. Die da, zu groß. Jene, zu symmetrisch. Und das da? Was ist das, meine Göttin? Ein Eindringling. Er ist hässlich. 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 Hässlich! Und du auch. Okay. Ich habe das Gefühl, auch irgendwie ist die Waffe hier zu leise. Ist das dein Mann? Ich glaube, das ist dein Mann. Boah, hör doch mal auf, so rumzurennen. Er ist tot. Okay, jetzt können wir uns, denke ich mal, hier in Ruhe umgucken.
Aber das ist auch krass hier. Aufgehangen an einem Kreuz oder ähnliches Gebilde, kreuzähnliches Gebilde. Da war ein Tagebuch drin. Die Naht hätten wir und fertig. Die Nase ist hervorragend gelungen, Dr. Steinman. Doktor? Wissen Sie, wenn ich Sie jetzt so ansehe, ich habe gar nicht bemerkt, wie in Ihrem Gesicht alles hängt. Skalpell! Wie bitte? Skalpell! Doktor, ein Lichting ist bei ihr nicht vorgesehen. Wir schneiden nur hier ein wenig ein und... Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Holen Sie den Leiter der Chirurgie! Den Chef der Chirurgie! Schnell! Oh Mann, ich stelle mir gerade vor, was ist... Oh, wir sind da oben. Sieht interessant aus. Kommt man da hoch? Nee. Ich stelle mir gerade vor, was wäre, wenn das wirklich mal so passieren würde. Du bist im OP-Saal, weißt du, willst nur ein Lifting oder was weiß ich. Und dann schneidet der Arzt einfach so weiter, weil er durchdreht. Oh, das wäre doch übelst krank. So, wir müssen nach unten rechts. Das machen wir doch ganz easy. Zack. Der muss nach unten. Und zack, das wär's. Zack, einmal Wasser laufen lassen. Hack erfolgreich. Was haben wir da drinne? Ah, nur MG-Patronen, oder? Nee, drei Verbandskästen, die wir nicht gebrauchen können. Blöd. Müssen wir uns aber mal merken, den Safe hier bei Dr. Steinman. Da sind Verbandskästen drinne. Notschlüssel, Anti-Personen-MG-Schützen, bla, und einmal normale. Oder auch langsam Zeit, dass ich über diesen kranken Mistkerl kümmert. Vergiss Steinmans Schlüssel nicht und mach dich auf den Weg zurück zum Notzugang. Ich mache mich auf den Weg zur Rückseite von Port Neptune. Wir schaffen es noch rechtzeitig. Ein MP, was? MP untersuchen? Du kannst dich noch... Achso, das waren Munition. Ah, okay. Ich dachte jetzt gerade, das Ding da wäre wieder so ein Vieh. Ein Splicer. Okay, wir sollen zurückgehen. Ich würde aber ganz gerne, nein, die Waffe haben und den Electrobolt. Genau. Das ist perfekt, finde ich. Hier noch ein bisschen Schrotmuni mitnehmen. Einmal nachladen, bitte. Oh, Kacke, wie viele kommen denn jetzt hier? Oh. Verdammt, ich bin selber da reingelaufen. Habt ihr gesehen, wie hässlich die im Gesicht ist? Stirb. Okay, wir haben keine Waffe, keine Munition mehr für unsere normale Pistole hier. Das ist ja doof. Dann nehmen wir jetzt erstmal die Shotgun wieder. Leiche. Taktisch Splicer. Zack. Einmal alle looten. Was ist da? Statische Entladung. Neues Tonikum. Statische Entladung. Ryan Industries stellt die neueste Entwicklung der genetischen Abwehr vor. Statische Entladung macht aus ihnen eine wandelnde Tesla-Spule, die jedem Angreifer einen elektrischen Schlag versetzt. Okay. Nehmen wir einfach mal. Haben wir hier auch alles, wirklich alles durchsucht, ja, ne? Ist da jemand? Nein, hier ist niemand. Ich gehe nur ganz kurz was kaufen. Ein paar Pistolenkugeln. Komm wieder, wenn du Geld hast, Kumpel. Nee, du. Die Schwester mag dich nicht, aber ich schon. Okay. Na, schmeiß doch nochmal eine Granate.